Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting, Spezialist für die Neukundengewinnung in der IT-Branche. Und heute möchte ich mal drei richtig gute und wichtige Tipps raushauen, um deine Conversion-Rate in der Offline-Neukundengewinnung, im Prozess der Neukundengewinnung zu optimieren. Ja, das erste ist das Thema Leitfäden. Ist einer der am meisten gesuchten Begriffe in Google. Und viele suchen halt nach diesem Leitfaden, das heißt irgendwie ein Blatt Papier, wo was draufsteht und ich muss es nur runterlesen und dann ist alles gut. Und dann komme ich ganz sicher und safe an mein Ziel. Und da möchte ich einfach kurz vorwegnehmen, dass du vielleicht schon mal mit einem Leitfaden gearbeitet hast, dir vielleicht schon mal einen erstellt hast, aber die meisten, was du so im Internet findest, sind halt irgendwelche Standardleitfäden, die halt nicht auf dein individuelles Szenario, deine individuelle Zielgruppe, dein Portfolio und so weiter angepasst sind. Das heißt, diese ganze Feinarbeit musst du natürlich machen und die Leitfäden, die wir erstellen bei mir in der Agentur, das sind häufig Leitfäden, die da wo ganz, ganz viel Erfahrung drin steckt, also zigtausende von Neukunden-Akquisegesprächen. Und ganz wichtig dabei ist zu verstehen, dass kein Leitfaden statisch ist. Ja, also das heißt, viele erstellen einmal einen Leitfaden und dann kleben sie ihn dann sozusagen in die Wand, ja, und dann lesen sie ihn vielleicht auch noch ab. Idealerweise verinnerlichst du einen Leitfaden so, dass du gar nicht mehr nachlesen musst, sondern nur noch punktuell drauf hin zur Orientierung hinschaust, wenn es unbedingt nötig ist. Und das ist der erste ganz, ganz wichtige Unterschied zur Art und Weise, wie du einen Leitfaden benutzt und wie du ihn erstellst, ist es eben so, dass du ihn immer wieder verfeinerst, immer wieder verbesserst. Ja, mindestens einmal die Woche, einmal im Monat würde ich zumindest sagen, je nachdem, wie oft du ihn benutzt. Wenn du ihn täglich 8 Stunden benutzt, würde ich sogar sagen, jede Woche immer wieder die Erfahrungswerte der Woche einfließen lassen und versuchen vielleicht nochmal hier und da ein bisschen zu feilen, eine Frage rauszunehmen, eine Frage reinzunehmen. Das heißt, es ist sehr dynamisch und viele erstellen ja ganz gerne immer einen Leitfaden und verkaufen ihn dann als den perfekten Leitfaden für alle Ewigkeit. Und das ist eben ein bisschen an der Realität in der Regel sehr, in allermeisten Fällen an der Realität vorbei. Der zweite ganz, ganz wichtige Tipp ist das Thema Nachverfolgung. Ja, viele da draußen verwechseln einfach mit, ein Kunde meldet sich nicht mehr, nachdem ich mit ihm einen Termin vereinbart hatte und er hat ihn verschoben zum Beispiel. Oder ich habe ihm eine E-Mail geschickt und er hat mir nicht geantwortet. Oder ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen auf dem AB, auf dem Anrufbeantworter und er hat mir nicht geantwortet. Oder. Und verwechseln das mit kein Interesse. Die Realität sieht ganz anders aus. Verdenk dich mal in den Kopf eines Entscheiders rein. Manche Entscheider, die haben am Tag 180 verschiedene E-Mails, wirklich, und wissen eigentlich gar nicht mehr, wo in der Kopf steht. Ja, viele, keine Ahnung, wie die das machen teilweise. Ja, und mir wird das auch ein bisschen zu viel. Aber viele Entscheider sind wirklich bis zum Deckel zu, ja, also mit Arbeit und so weiter. Und wenn du da jetzt halt irgendwie dem eine E-Mail schickst, eine von 180, ja, oder einen Anruf oder irgendwas mit dem gequatscht hast, das kann sein, dass der nach 20 Minuten, muss nicht, aber kann sein, dass er nach 20 Minuten nur noch 10% davon im Kopf hat, was du mit ihm überhaupt besprochen hast. Deswegen bleib am Ball. Ja, das ist so unglaublich wichtig zu verstehen. Und viele geben zu schnell auf und lassen einfach viele Leads einfach liegen, wo sie noch so viel hätten rausholen können. Ist eine wirklich, habe ich schon so häufig gesehen. Dann die dritte Sache ist die Vorqualifizierung. Also es gibt grundsätzlich zwei ganz unterschiedliche Arten von Verkaufsgesprächen oder überhaupt, sagen wir mal, Gesprächen mit einem Interessenten, ja, bevor er Kunde geworden ist. Und das ist, der eine ist die Qualifizierungsrunde. Den Interessenten zu einem qualifizierten Interessenten zu machen. Und dann der Abschluss, die Abschlussrunde. Letztendlich entweder, was auch immer dein maximales Vertriebsziel ist, ein Termin oder ein Abschluss, einen Vertrag unterzeichnen oder was auch immer. Ja,
geht ja heute schon alles digital über DocuSign, Zoom, Teams und so weiter. Das sind nämlich zwei ganz grundsätzlich verschiedene Skills, die hier vonnöten sind. Das heißt, in der Qualifizierungsrunde ist es eher so, dass ich eher in einem Interviewing-Modus bin. Da bin ich als Vertriebler oder als Experte, das machen wir auch sehr häufig für unsere Kunden, operativ unterstützend, dass du hier viele, viele Fragen stellst und maximal 10-20% der Zeit idealerweise sprichst und den Kunden den Rest der Zeit sprechen lässt. Ja, es ist hier, du machst hier so ein sogenanntes Profile des Kunden und dazu musst du ihn sprechen lassen. Ja, du willst ja hier möglichst wichtige Informationen einsammeln, damit du dann eben ein möglichst werthaltiges Angebot erstellen kannst. Ja? In der zweiten Runde dann ist es eben so, dass du sozusagen, dass der Ball eher mehr oder weniger 50-50 auch bei dir liegt, ja? Oder vielleicht 60-40. Das heißt, dann brauchst du ein Skillset der Präsentation. Das heißt, dann sprichst du viel mehr. Du musst den Kunden überzeugen, jetzt auf der Basis der vorweg gesammelten Anforderungen, Schmerzpunkte etc. etc. Das heißt, es sind zwei ganz verschiedene sozusagen Skillsets, die du benötigst. Und häufig ist es auch in der Arbeitsteilung so, dass du da unterschiedliche Personen und Typen, Menschentypen hast sitzen, die jeweils diesen Job machen. Das heißt, es ist nicht die gleiche Person, die die Qualifizierungsrunde macht, als wie die Person, die die Abschlussrunde macht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das verwechseln viele häufig, die geben sozusagen einer Person beide Tätigkeiten und obwohl die Person vielleicht nur in einer von den beiden Tätigkeiten wirklich gut ist und lassen so sehr, sehr, sehr viele Opportunities auf der Straße liegen oder es kommt erst gar nicht zur Opportunity. So, das war erstmal diese drei Tipps für heute, für dieses Video. Und wenn dich, wie gesagt, interessierst für eine Zusammenarbeit oder für ein paar mehr Tipps in einer kostenlosen Videoserie, dann findest du den Link hier unten auf meiner Homepage. Oder für meine Akademie, für einen kleinen Overlos kannst du dich dort anmelden und dann wirst du weitere solche wirklich wertvollen Tipps finden und dann nehme ich dich auch so ein bisschen mehr an die Hand in One-to-One-Gesprächen und so weiter, um dich letztendlich in die richtige Richtung zu führen, um deinen Umsatz zu steigern, um deine IT-Firma wachsen zu lassen. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video oder auf der anderen Seite von meiner Akademie. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir alles Gute. Happy Hunting, dein Thomas Klein. Bis dann. Tschüss.